Hallo, hier ist Markus Rapp. Ja, heute möchte ich noch einmal einen Bericht geben über unsere Evangelisation am 7. Mai und das, was wir dieses Jahr noch vorhaben. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar und wir wollen unsere Arbeit expandieren dieses Jahr und die Zelte weit spannen, ohne zu sparen, wie Jesaja 54, 1 bis 3 sagt. Dies sind Krisenzeiten der Erschütterung. Und Jesus sagt in seiner Endzeitrede, dass das Wichtigste ist, dass das Evangelium des Reiches Gottes in Matthäus 24, 14 allen Völkern und Nationen zum Zeugnis gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium von der Errettung durch Jesus Christus allen Menschen verkündigen. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, 17, der Glaube kommt durch das Hören des Evangeliums, des Wortes Gottes. Wir sind so dankbar für den 7. Mai auf der großen Festwiese in Hohenschönhausen waren 600 Menschen da und dass wir unseren 7,5 Tonner Lastwagen kaufen konnten. Hier ist er beim B- und Entladen und das ist nur durch Spenden möglich geworden. Ich werde nachher noch gleich was dazu sagen, was wir jetzt als nächstes noch vorhaben. Und hier sehen wir also, wir haben Equipment drauf für mittlerweile 600 Menschen. Wir wollen jetzt unsere Ausrüstung vervollständigen, nochmal 200 Stühle kaufen. Hier seht ihr das Festival. Es waren Menschen aus allen Generationen da, über 150 Kinder, die immer wieder das Evangelium von unseren Mitarbeitern gehört haben. Wir hatten so eine Gunst Gottes mit den Menschen. Über 100 Moslems waren da, die gestrahlt haben, die Liebe Gottes erlebt haben und das klare Evangelium gehört haben. Und immer wieder kamen Menschen auf uns zu. Hier seht ihr auch Grillwürstchen, wir grillen. Immer wieder kamen Menschen auf uns zu, die gesagt haben, ist das wirklich wahr, was wir hier gehört haben? Und ich habe dann immer wieder Menschen gesagt, ja, Gott liebt dich und er will eine versöhnte Beziehung. Die ist durch Jesus Christus möglich. Hier ist unsere Band, ist eine Musikschule in unserer Gemeinde entstanden, das ist auch ein Wunder. Über eine Evangelisation letztes Jahr in Marzahn haben Stefan und Jana Zülke uns erlebt. Hier ist unser Chor und sie haben gesagt, wir wollen euch ab jetzt musikalisch begleiten. Und hier ist unsere wunderschöne Hüpfburg, wo 7 bis 8 Kinder gleichzeitig drauf können. Und die Kinder haben das genossen, ja. Und wir wollen unseren Spielebereich ausweiten. Hier seht ihr mich beim Reden auf dem Festival. Hier ist unser Bastel- und Malbereich mit Kinderschminken. Über 40 Kinder waren da. Wir wollen das verdoppeln. Ein weiteres Doppelpavillon mit Tischen aufbauen, das dann bis zu 60, 70 Kinder basteln und malen können. Und die Kinder lieben das, die Eltern lieben das. Und sie hören auch das Evangelium. Hier bin ich mit Professor Martin Petzold, Abgeordneter für Berlin-Lichtenberg in der Landesregierung Berlin. Es ist eine Freundschaft entstanden. Hier seht ihr unseren Spielebereich mit Schwungtuch. Und dieses Mal wollen wir auch unsere Mitarbeiter, wir haben ein Team, Geschichten von Jesus erzählen aus der Bibel. Wer ist Jesus? Warum ist er gekommen? Und wie können wir in eine Beziehung kommen? Und wir beten, dass Hunderte von Kindern zu unseren Festivals kommen. Ja, wir wollen, jetzt haben wir gerade einen Stromgenerator gekauft für 1300 Euro. Der hat fast 10.000 Watt für unsere ganze Musik- und Soundanlage. Und unser zweiter Generator ist für unser Küchenzelt, Kaffee-Tee-Maschinen und unsere Hüpfburg und andere Technik. Also vielen Dank an alle Spender. Jetzt brauchen wir noch einmal bis zum 4. Juni etwa 7.000 Euro. Unser LKW ist fast abbezahlt, uns fehlen nur noch 3.600 Euro. Wir haben gerade ein Angebot, dann gehört der LKW uns, wofür wir beten. Und dann wollen wir nochmal 200 Stühle kaufen und dann ist unsere Ausrüstung dieses Jahr vollständig. 8 Euro pro Stuhl inklusive Mehrwertsteuer mal 200 sind 1600 Euro. Und dann brauchen wir nochmal ein Doppelpavillon mit Tischen und Zubehör für unsere Kinderarbeit, 700 Euro. Das sind also insgesamt etwa 5500 Euro. Und jedes Fest kostet uns etwa 1500 Euro, also 7000 Euro bis zum 4. Juni. Da sind wir auf dem Prerohrplatz,
komm auch nach Berlin oder wenn du in Berlin bist, hilf uns als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das ist ein Erlebnis. Wir beten, dass auf dem größten Platz hinter dem Einkaufszentrum von Hohenschönhausen 600 bis 1000 Leute kommen. Wir werden sehr gute Werbung machen. Hier möchte ich dir mal unseren Aufbau zeigen. Gott hat uns wirklich jetzt ein Modell gegeben, auch durch viel Gebet. Hier seht ihr die Band mit Chor, der Chorbereich und Band. Hier sind dann 200 Stühle, Pavillons, wo Menschen sitzen. Hier ist unser Bastel- und Malpavillonbereich, Hüpfburg- und Spielebereich für Kinder. Und wir haben auch einen Büchertisch, wo Menschen das Neue Testament und Traktate und christliche Literatur bekommen können. Und hier können also 600 bis 1000 Menschen kommen. Und das können wir natürlich expandieren beliebig. Ja, also hilf uns mit. Wenn du etwas spenden willst, kannst du auf unser Spendenkonto Neues Leben Evangelische Freikirche DE 85 1705 2000 0940 0440 72. Schreib eine E-Mail an info@christusfuereuropa.de mit deinen Kontaktdaten, dann kriegst du auch eine Spendenbescheinigung. Am 25. Juni sind wir in Marzahn auf einer großen Wiese, wo tausende Menschen draufpassen, an den Ahrensfelder Bergen. Und auch dort wollen wir ein Netzwerk aufbauen von Hauskirchen, von Gemeinde. Und dann werden wir jeden Monat Evangelisationen auf großen Plätzen haben, auch wieder auf der Festwiese in Hohenschönhausen, auf großen Plätzen in Hellersdorf, 260.000 Einwohner, Marzahn, aber eben auch in Hohenschönhausen-Lichtenberg. Übrigens in Lichtenberg am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg beendet worden, in Berlin-Karlshorst. Und in Berlin-Hohenschönhausen-Lichtenberg wohnen 280.000 Einwohner. Und dort haben wir einen Schwerpunkt. Dort wollen wir auf die größten Plätze und Parks gehen, dass tausende Menschen zum Glauben kommen. Bete mit uns, dass Gott Erntearbeiter sendet, aber dass viele Menschen zum Glauben kommen, wie wir das jedes Mal erleben, wenn sie das Evangelium von Jesus hören, dass er am Kreuz den Preis zur Vergebung unserer Sünden bezahlt hat. Ich will auch Menschen nach vorne rufen, Jesus anzunehmen. Das hat Gott mir gezeigt. Wir werden für Kranke um Heilung beten, mehr Zeit dafür geben. Beim letzten Festival wurden auch Kranke geheilt. Schmerzen sind gewichen. Und Jesus hat den Preis bezahlt. Zur Vergebung unserer Sünden, aber auch Heilung von Geist, Seele und Körper. Berlin ist das Herz von Deutschland. Am Montag sind wir im Abgeordnetenhaus, meine Frau und ich wurden eingeladen von Berliner Abgeordneten für eine Sonderführung und wir bauen Beziehungen zu Abgeordneten und wir wollen sie immer wieder auch zu unseren Festivals einladen. Wir beten für die Regierung in Berlin, aber auch für den Reichstag, für den Bundestag, dass Weisheit und Gnade Gottes für die Regierung kommt und dass auch Buße kommt von Abgeordneten in Berlin, aber auch im Bundestag. Also hilf uns, dass wir die Netze weiterspannen können und wir brauchen eben auch Spenden aus dem deutschsprachigen Raum. Werde auch Monatspartner. Wir brauchen etwa 3.500 bis 4.000 Euro pro Monat. Die Gemeinde Neues Leben Berlin deckt zurzeit 50%. 2.000 Euro monatlich sind für unser wunderschönes, großes Ladenzentrum, wo unsere Gottesdienste stattfinden. Und dann 1.500 bis 2.000 für unsere wachsenden monatlichen Evangelisationen. Also bete doch, wenn meine Predigten sonntags und auch die Lehrpredigten mittwochs dich segnen, ob du Monatspartner werden kannst. Gott wird es hundertfältig segnen und gib doch eine monatliche Spende, damit wir das Evangelium tausenden Menschen predigen können. Und das hat einen Einfluss des Segens auf den deutschsprachigen Raum durch YouTube, aber auch live über unsere Evangelisation. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gebete und Partnerschaft und schreib mir auch eine E-Mail an info@christusfuereuropa.de.
Wir müssen das Evangelium allen Menschen predigen und wir wollen Licht und Salz sein in unserer Bundeshauptstadt. Und das hat mittlerweile auch viele schon ermutigt im deutschsprachigen Raum. Und wir beten, dass unser Beispiel auch nachgeahmt wird. Ich habe von anderen Pastoren, auch Leitern gehört, dass sie angefangen haben, solche evangelistischen Festivals zu machen. Wir können auch eingeladen werden. Gott segne dich reichlich. Gib ein Like. Abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du keine Videos verpasst und bete mit uns, dass wir bis zum 4. Juni noch einmal 7.000 Euro Spenden bekommen und dann ist unsere Ausrüstung erst einmal vollständig. Gottes reichen Segen.